Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, heute werden wir bi'idhnillah ta'ala die Unterrichtsreihe weiter fortführen. Wie ihr wisst, haben wir seit geraumer Zeit eine Unterrichtsreihe angefangen. Sie heißt Ar-Rihla ila daril Akhirah, die Reise in das Jenseits. Und hier reden wir über die Geschehnisse, die nach dem Tod passieren. Möge Allah Azza wa Jal uns ein gutes Ende geben und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns nur dann sterben lassen, wenn er mit uns zufrieden ist. Wir haben bei der letzten Sitzung darüber gesprochen, dass die Auferstehung stattfinden wird, liebe Geschwister. Wir wissen, Israfil alayhi salam, er ist einer der gewaltigsten Engel, die Allah Subhanahu wa Ta'ala erschaffen hat. Und Allah hat alles erschaffen auf dieser Welt, was du kennst und was du nicht kennst. Und er ist der Allmächtige. Wenn er zu einer Sache nur sagt, sei, dann wird sie genauso, wie er es bestimmt hat. إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Wenn er eine Sache bestimmt, so wird es so sein, wie er es bestimmt hat. Mariam, trag ein Kind. Und sie hat ein Kind getragen, obwohl kein Mann sie berührt hat. Himmel, bleibe oben, obwohl keine Säulen dazwischen stehen. Der Himmel bleibt oben, ohne einzustürzen. Das ist Allah. Und niemand vermag etwas zu tun, außer mit der Erlaubnis. Allah subhanahu wa ta'ala. Israfil alayhi salam, er wird in das Horn blasen, liebe Geschwister. Und dann werden die Menschen alle aus ihren Gräbern herauskommen. Nach diesem gewaltigen Schrei in das Horn, nach diesem gewaltigen Blasen in das Horn, werden alle Menschen auferstehen. Und das ist dann schon bereits das zweite Mal, dass Israfil alayhi salam in das Horn hereingeblasen hat. Denn beim ersten Mal wird alles sterben. Es wird nichts mehr Lebendiges übrig bleiben, außer Allah, der ewig Lebende. Nichts wird hier auf dieser Welt bleiben. Liebe Geschwister, alles wird sterben, denn Israfil alayhi salam wird mit einer Gewaltigkeit in das Horn blasen, dass alles niedergeht. Und ich möchte dir nur eine persönliche Frage stellen. Wenn ein Diener von den Dienern Allahs einmal in ein Horn bläst und alles ist vernichtet, was denkst du dann, welche Kraft und Macht der Herr dieses Dieners von Israfil besitzt? Denke darüber nach. Israfil bläst einmal und alles wird vernichtet. Was denkst du über Allah, der Herr von Israfil ist? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ihn immer ehrfürchtig fürchten lassen. Liebe Geschwister, dann kommen alle Menschen aus ihren Gräbern heraus. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Es wird in das Horn geblasen. Und da laufen sogleich alle aus den Gräbern zu ihrem Herrn herbei. Die Menschen stehen auf. Aus ihren Gräbern. Was ist passiert? Was ist nicht passiert? Und sie sagen, قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. Was ist passiert? Wer hat uns aus unseren Gräbern herausgebracht? Subhanallah. Und schaut mal, die Antwort ist da. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنِ. Das ist, was der Rahman, Allah, der Al-Abama, bestimmt hat. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Und die Gesandten haben Recht gehabt. Es kamen doch Leute zu euch. Sie haben euch doch gesagt, nach dem Tod werdet ihr wieder zu eurem Herrn zurückgebracht. Aber diese Leute, wenn sie aus ihren Gräbern aufstehen, dann sagen sie, wer? Wer hat uns hier aus unseren Schlafstätten erweckt? Und subhanallah, an diesem Tag werden sie alle zu dem Herrn der Weltenbewohner zurückgebracht. Liebe Geschwister, wir wissen, wallahi, die Angelegenheit ist sehr, sehr ernst. Die Erde, auf der sie an diesem Tag laufen, ist nicht mehr die Erde, die wir kennen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, an diesem Tag wird eine neue Erde herbeigeführt. Eine andere Erde als die Erde, die wir kennen. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, diese Erde, die herbeigebracht wird,
Auf ihr wurde nicht ein einziger Bluttropfen vergossen. Und auf ihr wurde nicht eine einzige Sünde begangen. Und auf ihr wurde nicht ein einziges Unrecht verübt. Allah hat eine komplette neue Erde erschaffen, auf die die Menschen laufen werden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns, yuhsharun nas yawm al-qiyamah ala ardin bayda. An diesem Tag werden die Menschen auf einer Erde sein, die völlig weiß ist. Ihre Oberfläche ist weiß wie der Mehl, liebe Geschwister. Sie werden die Menschen zum Versammlungsort geführt. Manche werden reitend zum Versammlungsort geführt. Und andere, wal-iyadu billah, sie werden auf ihren Gesichtern gezogen zum Versammlungsort. Schaut, Allah behandelt nicht alle Menschen gleich. Denn einer hat ihn gefürchtet und der andere hat ihn verleugnet. Einer hat ihn geliebt und der andere hat ihn gehasst. Einer hat alles getan, damit Allah mit ihm zufrieden ist und der andere hat vom Wege Allahs abgehalten. Zu welchen Leuten gehörst du? Willst du, dass man dich auf dein Gesicht zieht zum Versammlungsort? Oder möchtest du, dass du reitend kommst? Geehrt, so wie Allah subhanahu wa ta'ala dich an diesem Tag ehren wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde gefragt, wie kann es sein, dass ein Mensch auf seinem Gesicht gezogen wird? Wie geht das? Er sagte zu ihm eine einfache Antwort. Derjenige, der dich hier auf dieser Welt auf zwei Beinen laufen lässt, ist derselbige, der dich an diesem Tag auf dem Gesicht zieht. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh. Ist Allah nicht dazu in der Macht, alles zu tun, was er will, liebe Geschwister? Der Versammlungsort ist wo? Wer sagt mir das? In? Na? Der soll Damaskus sein. Na, es gibt schon genauere Bezeichnungen. Nein? Asham. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil viele denken, das wird in Arafah sein. Am Berge von Arafah. Aber wir wissen, wenn man dort ist und sich die gesamten Pilger anguckt, wie sie alle im selben Dress herumlaufen, im selben Outfit herumlaufen. Subhanallah, man sieht keine Unterschiede zwischen ihnen. Wer ist der Arzt? Und wer ist der Professor? Und wer ist der Lehrer? Und wer ist der Hartz-IV-Empfänger? Ja, da waren schon einige dabei. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, Subhanallah, an diesem Tag gibt es keinen Unterschied. Alle sind gleich angezogen, aber sie haben unterschiedliche Taten gemacht. Und man kann sich beim Hajj wirklich einen Eindruck, subhanallah, davon vermitteln lassen, wie der Tag der Auferstehung sein wird. Dieses wird in Asham sein, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung sagte. Er sagte, Asham ardul mahshar wal manshar. Asham ist das Land der Versammlung und der Auferstehung. Und wisst ihr, warum Asham? Von dort aus wurden die meisten Gesandten entsandt, mit ihren Gesetzen zu den Menschen. Und das ist in der Tat ein heiliger Ort. Möge Allah subhanahu wa ta'ala Syrien von diesem Verbrecher, diesem Kafir, diesem Übelstuenden befreien und möge Allah subhanahu wa ta'ala dort einen Islam herbeiführen, den, mit dem er zufrieden ist. Niemand kann an diesem Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala flüchten. Ein jeder Mensch wird an diesem Tag von zwei Engeln begleitet, liebe Geschwister, jeder von uns. Jeder einzelne von uns. Du und ich und er und sie. Jeder wird von zwei Engeln zum Versammlungsort begleitet werden. Einer, der ihn zu diesem Ort führt, er kann keinen anderen Weg gehen. Dieser Engel, und Allah kennt das Ausmaß und die Größe dieser Engel führt ihn dorthin. Und der andere Engel bezeugt auf dem ganzen Weg für ihn oder gegen ihn. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Und jede Seele wird kommen, jeder Mensch wird kommen, mit ihr ein Führer, der dich zum Versammlungsort bringt und ein Zeuge, der bezeugt, ob du Gutes oder Schlechtes gemacht hast. Und die Kuffar in dieser Welt, liebe Geschwister, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt haben, und nicht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind,
والله في sie wird es ein schwerer Tag sein. Allah سبحانه وتعالى sagt: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. Das ist der Tag, an dem sie nicht sprechen können. An diesem Tag Allah Azza wa Jal wird ihnen nicht ermöglichen zu sprechen. Und es ihnen nicht erlaubt wird, dass sie sich entschuldigen, selbst wenn sie sagen, ja Allah, vergib uns für alles, was wir Schlimmes in dieser Welt gemacht haben. Die Sache ist vorbei, liebe Geschwister. Allah hat ihnen doch eine festgesetzte Frist gegeben. Er hatte 30 Jahre, 40 Jahre, 60 Jahre, 80 Jahre. Allah hat ihnen immer wieder Aufschub gegeben, dass er auch bereuen kann für seine Sünden und dass er ab diesem Moment sein Leben ändern kann. Aber er wollte nicht. Er wollte ein Kafir sein, ein Glaubensverweigerer. Einer sein, der arrogant gegenüber Allah, seinem Herrscher ist, wodurch Allah ihm erschaffen hat und Allah ihm mit allem versorgt und Allah es ist, der ihn am Tage der Auferstehung belohnen oder bestrafen kann. An diesem Tag, liebe Geschwister, wird die Anspannung der Menschen so gewaltig sein, dass sie einmal vergessen zu zwinkern. Der Mensch wird an diesem Tag nicht mehr zwinkern, weil die Anspannung so derartig gigantisch ist. Und Allah Azza wa Jal wird an diesem Tag eine Sonne hervorbringen, die nur ein paar gezählte Zentimeter über den Köpfen der Menschen sein wird. Und ich bitte euch nur, dass ihr eine Sache mit mir begreift, liebe Geschwister. Habt ihr mal einen sehr heißen Tag erlebt, wo es ungefähr 50 Grad oder in Deutschland, naja, war maximal hier, sagen wir mal 40 Grad. Geben wir 40 Grad in Schall. 40 Grad. Habt ihr mal so einen Tag erlebt? Alle haben sich Eis auf ihren Körper getan, manche ihren Kopf in die Kühltruhe reingepackt. Das war ein Tag, der schwer auszuhalten war für die Menschen. Aber subhanallah, obwohl das ein heißer Tag war, wie hoch war denn die Sonne von ihm entfernt? Wie weit war denn die Sonne von ihm entfernt? Lichtjahre. Aber an diesem Tag wird sie nur ein paar gezählte Zentimeter über den Köpfen der Menschen sein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte: "Tadnu shams min al-ardi faya'raqu an-nas." Die Sonne, sie wird heruntergebracht, nahegebracht zu den Menschen und dann werden die Menschen anfangen zu schwitzen. Die Menschen werden ihren Taten gemäß schwitzen. Bei einem wird der Schweiß bis zu den Knöcheln reichen. Das heißt, er steht. Und der Schweiß reicht ihm bis zu den Knöcheln, weil er so viel Sünden gemacht hat, die nur bis zu den Knöcheln reichen. Bei dem anderen reicht der Schweiß bis zu den Knien. Bei wieder einem anderen bis zu der Hüfte. Und bei einem anderen bis zur Schulter und ein anderer bis zum Hals. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wieder ein anderer, da wird der Schweißgehalt bis zum Mund sein. A'udhu billah. Und der übelste Verbrecher, sein gesamter Körper wird vom Schweiß erfüllt sein. Sie werden 50.000 Jahre auf ihre Abrechnung warten. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50.000 سنة. An diesem Tag wird dieser Tag, liebe Geschwister, wird ein Ausmaß haben von 50.000 Jahren. Die Menschen warten in Strafe auf die Strafe. Allahu Akbar. Und sie möchten am liebsten, dass die Stunde nicht kommt. Sie sind zufrieden mit der Strafe, die sie haben. Hauptsache, die nächste Strafe kommt nicht. Denn sie wissen, dass die nächste Strafe eine viel strengere Strafe ist, liebe Geschwister. Sie werden stehen und nicht sitzen. Sie werden hungrig sein und nichts zu essen bekommen. Alleine das wäre schon eine Strafe, dass man dich richtig aushungert. Warst du mal richtig ausgehungert? Zudem kommt noch die intensive Hitze dazu. Du wirst durstig sein und nichts zu trinken bekommen. Du wirst müde sein und dich nicht ausruhen dürfen. Subhanallah.